Mental Health ist generell ein Thema, das uns alle betrifft. Es geht eben nicht nur um eine Liebesgeschichte, da sprühen ordentlich die Funken. Mein Name ist Lea Kalb, ich bin Autorin von Love with Pride, mein Debütroman. Mein Buch ist aus dem Genre New Adult, das bedeutet, das sind meistens ProtagonistInnen, die gerade die Schule abgeschlossen haben und jetzt in so einen neuen Lebensweg starten. Aber es geht eben nicht nur um eine Liebesgeschichte, wie es bei New Adult typisch ist, sondern auch um Themen wie beispielsweise Mental Health. Ein anderes Thema, was mir auch wichtig war anzusprechen, war Labeling, weil nicht jeder Mensch passt in eine Schublade, aber es gibt Menschen, die gehen gerne in eine Schublade und beides ist irgendwie legitim und man muss einfach gucken, wie man sich wohlfühlt und diese Inspiration, die dahinter steckte, das zu schreiben, war einfach das Leben. Ich lese euch aus Kapitel 3 vor. Das ist die Erstsemesterparty. Stella kommt gerade in Haydensburg an der neuen Universität an. Und sie hat echt mega Bammel vor diesem Neuanfang, weil sie sehr introvertiert ist, schüchtern. Und sie hat auch echt vieles erlebt früher in der Schule, das sie davon abhält, sofort auf andere zuzugehen. Und die Szene hören wir jetzt. Was für einen Vorsatz hatte ich mir erst heute Mittag gemacht? Ich wollte dazugehören und nicht wieder den Kopf in den Sand stecken. Ich schenkte der Gruppe ein freundliches Lächeln, als plötzlich ein lautes Geräusch hinter mir ertönte und ich mich erschrocken umblickte. Jemand hatte sich mit dem Megafon auf die Schultern eines muskulösen Riesen gehievt. »Hey, ho, Studierende von Haydensburg!« plärrte es schallend durch das Megafon, das die Frau in den Händen hielt. Der Riese baute sich auf, sodass sie alles überragte. »Willkommen bei Alpha Omega Psi!« Sie hatte auffällig blaues Haar, hell wie das Wasser an einem karibischen Strand, wobei ihr dunkler Haaransatz herausguckte. Und an all die Frischlinge geht ein besonders herzliches Willkommen raus. Auf einmal klatschten einige in die Hand, jubelten und andere hoben ihre Becher in die Höhe. Bevor morgen offiziell das Semester beginnt, wollen wir heute nochmal so richtig die Sau rauslassen. Also bedient euch am Alkohol, wenn ihr volljährig seid oder lasst euch nicht erwischen. Und ein Applaus an Ellie, die mal wieder jegliche Aufmerksamkeit auf sich ziehen muss, seufzte eine von Chris' Freundinnen. Ellie? Bei meiner Protagonistin Ellie ist es so, sie labelt sich offen als lesbisch und kommt damit total gut klar. Und für sie ist es einfach, das ist so. Punkt, Ende, aus. Und bei Stella ist es so, dass sie nicht genau weiß, ist sie überhaupt jemals heterosexuell gewesen? Steht sie auf Frauen und auf Männer? Und sie weiß gar nicht so richtig, wo sie sich einem Label zuordnen soll. Und eben auch das ist halt legitim. Und das finde ich einfach wichtig, dass man alle Seiten irgendwie reflektiert. Hattest du Sorge, ein Buch zu schreiben, das eben diesen Titel trägt, einfach weil bezogen auf adäquate Repräsentation queerer Menschen, bezogen auf potenzielle Kritik, hast du dir darüber im Vorhinein Sorgen gemacht? Ich hatte eigentlich immer die ganze Zeit nur Angst, dass Leute mir meine Queerness absprechen, wenn ich den Titel veröffentliche, weil ich bin selber schon seit 11 Jahren mit meinem Freund zusammen. Und für alle, die nach außen gucken und einfach nur gucken, können natürlich nicht checken, was dahinter steckt. Die denken so, ey, heterosexuelle Beziehung. Und da hatte ich halt wahnsinnig Angst vor, dass die Leute einfach sagen, ja, okay, die Autorin ist halt nicht queer genug, um über zwei Frauen zu schreiben. Ich wollte Sue wenigstens Bescheid sagen, dass ich mich bereits auf den Heimweg machen würde. Als ich gerade bei ihr angekommen war, nahm sie mich an den Händen und ehe ich mich versah, landete ich inmitten eines Kreises ihrer neu gefundenen FreundInnen. Ey, komm, lass uns tanzen! Nein, ich will gar nicht! Aber weiter kam ich nicht, denn schon war ich im Tanzkreis gefangen und fühlte mich unbehaglich. Auf einmal tauchten die Schatten meiner Vergangenheit auf. Was, wenn sie mich auslachten, weil sie meinen Tanzstil albern fanden? Ich kannte diese Menschen doch gar nicht. Nein, ich musste hier weg, dringend. Ein Abgang war mir in diesem Moment lieber, als mich vor all den Leuten beim Tanzen zu blamieren. Ich geh lieber, brachte ich dann doch irgendwie über die Lippen und schaffte es, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Dass ich Sue mit einem irritierten Blick zurückließ, war mir in dem Moment egal. Ich hoffte nur, die anderen würden mich jetzt nicht seltsam finden. Ich lief durch die Menge und als ich plötzlich über etwas stolperte, kam ich ins Straucheln. Panisch griff ich nach dem ersten Gegenstand, der vor mir lag, nur um zu bemerken, dass ich mich an
Ellie, klammerte. Alles okay bei dir? Ich schien keinen guten Eindruck zu machen. Irgendwie kam ich wieder auf die Füße, ließ meinen Gegenüber los und klopfte mir den Staub von den leicht verschmutzten Jeans. Ja, danke, geht schon, log ich knapp und schluckte schwer. Als Ellie so vor mir stand, konnte ich ihren blauen Augen kaum ausweichen. Sie hatte stark betonte Augenbrauen und ein herzförmiges Gesicht, das von ihren bunten Haaren umrahmt wurde. Lippen und Lider waren hübsch geschminkt. Wie war das für dich, diesen Moment zu inszenieren? Irgendwie deinen Charakter einmal so, also letztlich zu blamieren, dass es ja für sie, die eigentlich versucht, sich ganz, ganz, ganz zurückzuhalten, nicht auf eine Party zu gehen, mit keinem mitzugehen, bloß nicht zu tanzen. Ja, und sich bloß nicht zu blamieren, ne? Eben das machen zu lassen. Halt. Ja, ich sage immer so nett, dass ich Stella an den Rand einer Klippe stelle und dann stelle ich mich immer dahinter und dann schubse ich sie immer so ein bisschen und ich fange sie dann gerade noch so auf, damit sie nicht komplett runterfällt. Ja, tatsächlich war das sehr schwer, mich in Stella hineinzuversetzen, da ich überhaupt nicht introvertiert bin und auch gar nicht schüchtern. Aber ich habe viele Menschen in meinem Freundeskreis, die genau das eben sind und die ich schon sehr lange kenne. Und daher konnte ich gewisse Emotionen sehr gut nachvollziehen. Deswegen war das eigentlich kein Problem. Aber manchmal musste ich dann schon mal gucken, welche Film- oder Serienfiguren vielleicht ähnlich sind, wo ich dann Verknüpfungen irgendwie herstellen konnte. Ich finde tatsächlich, dass mittlerweile die Medien das ganz gut hinbekommen, Serien und Filme zu zeigen, in denen ja Frauenfiguren auch stärker präsentiert werden und auch Geschichten über Freundschaft, was ich auch wahnsinnig wichtig finde. Und so Serien beispielsweise heute wie Sex Education. Oh mein Gott, ich hätte mir so gewünscht, dass es das gegeben hätte, als ich kleiner war oder jugendlich. Ja, es ist ein bisschen schade, dass ich 1990 geboren wurde und nicht 20 Jahre später. Ja, und dann denkt sie, okay, dann versuche ich doch irgendwie in diese Studierendenverbindung einzutreten. Aber das ist nicht ganz so leicht. Man muss dazu nämlich zu diesen ganzen Events gehen, die die veranstalten. Und eins dieser Events ist das Beach Cleaning. Und da trifft sie erneut auf Ellie. Und das hören wir jetzt. Beach Party! Rief sie laut und ich bemerkte, wie einige weitere Schwestern in der Nähe ebenfalls die Oberteile auszogen. Für den Moment wusste ich nicht, ob ich grinsen oder weiter so irritiert gucken sollte, wie ich es gerade tat. Waren wir nicht hier, um Müll aufzusammeln? Von einer Strandparty war nie die Rede gewesen. Ich entschied, mich auf meine Arbeit zu konzentrieren, doch mein Blick glitt immer wieder zu den anderen. Nein, nicht zu den anderen. Zu Ellie. Sie trug ein blaues Bikini-Oberteil, das perfekt zu ihren gefärbten Haaren passte. Sie war schlank, vielleicht sogar ein bisschen schlaksig, wenn ich sie genauer beobachtete. Und da fiel mir auf, dass ich mit meinem Blick förmlich an ihr klebte und instinktiv in ihre Richtung lief. Ich spürte, wie sich eine Wärme in mir ausbreitete. Hinter der Stirn fühlte es sich viel zu heiß an, oder waren das die leicht herbstlichen Temperaturen am Strand, die mich so aus dem Konzept brachten? Auf einmal stimmte Ellie ein bekanntes Lied von den Backstreet Boys an, sang lauthals mit und schief, während sie weiter Müll aufsammelte. Tell me why! Ein paar der Mädels, die ebenfalls im Bikini oder Badeanzug am Strand standen, stimmten in ihren Gesang mit ein und das Beach Cleaning verwandelte sich in ein buntes Fest. Ain't nothing but a heartache. Ganz zum Missfallen von Taylor. Sie stapfte rüber zu Ellie und allein an ihren Schritten konnte ich sehen, dass sie wütend war. Spinnst du eigentlich? Keifte Taylor sie an. Hä, was denn? Wieso regst du dich so auf? Weil wir hier einen Strand säubern und keine Party feiern. Taylor hatte die Hände in die Hüften gestemmt und sah wirklich furchterregend aus. Wir haben doch nur ein bisschen Spaß beim Aufräumen, konterte Ellie. Spaß ist schön und gut, aber das hier ist albern. Was findest du denn daran bitte albern, Taylor? Vielleicht die Tatsache, dass ihr halbnackt am Strand steht und laut singt? Und genau das nennt man Spaß. Aber davon verstehst du ja sowieso nichts. Du stellst hier natürlich sehr unterschiedliche weibliche Figuren gegenüber. Ja. Wie und gerade, vielleicht in dem Kontext auch,
Sowohl Ellie als auch Taylor sind ja beide Präsidentinnen dieser Studentenverbindung. Genau. Beide die Köpfe, aber letztlich so unterschiedlich, wie es nur sein kann. Mich hat das daran erinnert, es unterschiedliche Epochen gibt, sage ich mal, unterschiedliche Feminismen. Absolut. Die dann potenziell doch nicht miteinander arbeiten, so wie es sein könnte. Ja, ganz genau. Taylor hatte ich auch so ein bisschen angelehnt an diesen Stereotypen, den man vielleicht noch so ein bisschen aus Natürlich Blond kennt. Und Taylor muss halt immer wieder zusehen, wie sie damit nicht wirklich durchkommt bei Ellie. Ellie ist so die typische Feministin, wie man sie jetzt quasi in der Zeit hat, die queeren, lauten Leute, die auf die Straße gehen und sich wirklich dafür einsetzen, was da passiert und auch einen Umschwung wollen. Und das stößt natürlich echt aufeinander. So ein bisschen Tradition versus genau, neue Welle. Genau, das ist es halt. Als ich aus dem Bus ausstieg, dachte ich immer noch darüber nach, wie frei und wild Ellie gewirkt hatte. Sie war so verdammt anders als ich. Aufgeschlossen, mit einem lauten Organ gesegnet und unbeschwert. Ich bemerkte, wie sich die Bilder in meinem Kopf unaufhaltsam veränderten und ich plötzlich Revue passieren ließ, wie Ellie in dem blauen Bikini ausgesehen hatte. Dabei begriff ich überhaupt nicht, warum mir mein Hirn jetzt solche Momentaufnahmen sandte. Wieder war da das Gefühl vom Strand, als auf einmal meine Hände ganz warm geworden waren und sich das Blut in meinem Kopf gestaut hatte. Ellie, die sich mit der Zange in der Hand tief bückte und einen unzensierten Blick auf ihren Hintern preisgab. Wow, stopp! Wo kam das denn jetzt plötzlich her? Wenn das mal nicht nach Queerness schreit. Gay Panic haben mir total viele geschrieben. So Gay Panic. Ja. Ich würde mir natürlich wünschen, dass man noch offener in Deutschland leben kann und dass auch die Politik sich da mehr einsetzt. Ja, ich glaube, die Moral der Geschichte ist, Label können helfen, müssen aber nicht. Und oh mein Gott, es hat sich gereimt.